Und damit herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, Leute, ich bin wieder zurück. Ja, zurück, was heißt zurück? Ich war eine Woche krank. Ja, und passiert. Ja, und zwar, wir machen das weiter, was wir jetzt mal aufgehört haben. Ich hoffe, es ist alles noch. Ich kann das alles noch? ja. Ich habe ein paar neue Informationen auch mitgebracht. Jetzt bezüglich. Ich habe mir in der Woche mal ein paar Gedanken gemacht, wie das mit dem Kanal so weitergehen soll. Meine erste Intention ist, alles, was ich so plane, konsequenter durchsetzen. Ne? Das ist aber der also so ein Punkt, an dem ich arbeiten muss. Ja. Alles wieder konsequenter durchsetzen, weil immer nur sagen, ich mache, ich mache, ich mache, ich mache, bringt nichts, wenn man es am Ende nicht macht. Ja. Und dann kommen wir schon zur ersten eher negativ Geschichte. Weil ich hatte ja mal angekündigt, ich möchte 3DS Let's Plays machen. Ja. Hatte ich mal angekündigt. Das wird vorerst aber gecancelt, sage ich jetzt mal, weil ich habe einfach. Ich weiß nicht, wie ich das unterbringen soll. Also wird momentan überhaupt erst einmal gecancelt, komplett. Gibt erstmal keine 3DS Let's Plays. Wird auch nicht keine geben. Das war alles, wie gesagt. Ich habe zwar mal Versuche gestartet und so weiter, und so in diesem, das und jenes, aber. Wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, wird das dann aber natürlich. Geh weg. Wird das dann aber dann. Ach, Scheiße. Ausgeführt, wollte ich sagen. Aber im Grundsätzlichen, momentan ist es einfach. Nein, keine 3DS Let's Plays momentan. Einfach weil es einfach. Nee, das erstens passt überhaupt nicht rein. Ich weiß nicht, wie ich es unterbringen soll. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Klappt irgendwie überhaupt nicht so, wie es soll. Wie es gerade hier auch so klappt. Überhaupt nicht, wie es soll. Oh. Fängt schon wieder an. Ich mag das, dieses Trio an Gegnern einfach nicht. Nee, aber. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich es unterbringen soll. Das sage ich jetzt, habe ich jetzt schon zum x-ten Mal gesagt. Das war's. Ich sterbe gleich, also. Vergiss es. Deswegen wollte ich mich an den vorbeischleichen, weil ich weiß, ich komme auf die nicht klar. Ja. Wie gesagt. Ja, 3S. Dings gecancelt, ja. Ich mach einen Blender kurz. Dann habe ich ja die Geschichte. Oh, ich wusste kurz über, ob ich das alles wieder klar kriege. Was war denn noch? Dann gab es ja noch die Geschichte mit dem. Ja, das war alles, was ich so Facebook so bisher angekündigt habe. Diese anderen Projekte neben dem ganzen normalen Rollenspiel-Gedöns, den ich machen wollte und so weiter. Das werde ich so versuchen, nebenbei so unterzubringen. Also quasi, ich habe jetzt zum Beispiel auf Facebook vor ein paar Tagen Dead Space angekündigt, dass ich das Let's Playen werde. Witcher hatte ich ja auch angekündigt, aber das will ich erst testweise auf einem anderen Kanal hochladen, um gucken, ob es da Probleme gibt. Hat ja gesagt gehabt. Ich werde jetzt anfangen, noch ein neues Projekt aufzunehmen. Genau, das kann ich auch gleich mal sagen. Quasi. Oh, schon wieder diese Idioten. Und noch zwei solche, die halt verzaubern. Oh, meine Fresse.
Hier machen wir diesen hier. Na, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch ein bisschen Husten, habe ich noch, aber das ist egal. Es wird alles definitiv kommen, aber ich habe das so geplant, dass ich versuche, nur wenig Folgen von solchen Zwischenprojekten. Das sind so die so Dead Space und so, die ganzen Projekte, die nicht wirklich ins Kanalkonzept reinpassen. Das sind, werden so Projekte werden, die halt quasi, die ich quasi so nebenbei mal hochlade, wenn ich gerade Bock habe, sage ich jetzt mal. Ich versuche geregelt den Upload-Ball einzuhalten, hier Tales of Graces, Final Fantasy, Hyperdimension Tunia etc. abwechselnd. Das versuche ich einzuhalten, aber es wird zwischendurch auch mal so, wenn ich gerade Lust, Laune habe, werde ich Projekte hochladen, die halt quasi, also oder Videos hochladen, die halt nicht zu dem aktuellen Projekten passen, halt quasi, die halt quasi als Nebenprojekt anzusehen. Die werde ich aber auch nicht extra, sage ich jetzt mal, aufführen, weil wenn ich die aufführe, dann weiß ja jeder, dass die irgendwie kommen, ne? Das ist aber so gemacht, dass es quasi, ja, es kommt halt oder kommt halt nicht, je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Das soll, wie gesagt, so Projekte sein, die quasi, auf die ich halt quasi, wenn ich mal Bock habe, dann nehme ich sie auf und dann kommt auch eine Folge oder so ähnlich mal, wenn ich Lust habe. Oder wenn ich mal sage, ja, ich lade heute mal noch eine zweite Folge hoch. Mir ist mal danach so ungefähr. So ungefähr möchte ich das einbringen. Natürlich haben wir eine Partlänge, haben wir auch noch. Die bleibt jetzt definitiv bei 20 Minuten. Ne? 20 bis maximal 25 Minuten will ich das so handhaben. Ich gucke mal, wie lange, wenn es mal ein bisschen länger wird, wird es halt mal ein bisschen länger. Aber ich möchte nicht über 25 Minuten kommen. Ja. Oh, und grundsätzlich. Was das? Ich glaube, das war's dann jetzt aber. Grundsätzlich, wie es jetzt kommt. Es kommt glaube ich erstmal ein Boss, ein Monster kommen, wer sage ich doch, wusste ich doch, oh Gott. Nee, aber ich bin gerade mal so ein bisschen am überlegen. Oh, da nur noch zwei. Oh Mann. Ach, weißt du was? Mir ist jetzt aber danach. Diesen hier. Ich glaube aber, das war's schon. Mir fällt nämlich nichts weiter ein. Ja, man, jede mal so lange mal ein bisschen. Ich guck mal, was ich in den letzten Tagen so auf Facebook noch so angekündigt habe und gesagt habe und geschrieben habe, etc. Wenn mir das überhaupt was bringt, der Hinsicht. Facebook lädt erstmal. Nee, aber ich wüsste eigentlich gar nichts weiter. Wie gesagt, erstmal die Ach ja, jetzt, mir fällt noch was ein. Und zwar Thema Community-Kanal Dingenskirchen hier. Die German Gaming Union, kurz GGU, haben wir das Ding genannt. Da hatte ich ja geplant gehabt, WWE zu machen. So ein WWE-Weltmodus-Projekt-Dingens, wenn ihr versteht, was ich meine. Also quasi, ich spiele WWE-Weltmodus, mache dann so wöchentliche Shows und so weiter. Versteht ihr das quasi? Wie halt War, SmackDown und so weiter gewesen ist. Allerdings habe ich derzeit überhaupt nicht den Drang und die Lust, mich mit diesem ganzen Geschichte, der ganzen Problematik zu befassen, ne? Weil mir Wrestling momentan so ziemlich am Arsch vorbeigeht, auf gut Deutsch gesagt. Und da die Wrestling-Projekte sowieso die Projekte sind, die am schlechtesten ankommen, sind nämlich die Projekte, die am ehesten Daumen runter haben als alle anderen Projekte. Ja, geschafft. Ja, yeah. Deswegen, es ist zwar auf einem anderen Kanal und von dem weiß dann, denke ich mal, der Hater, nenne ich jetzt einfach mal, nichts.
Aber das ist ja im Grunde erstmal egal, weil das muss man eigentlich gar nicht, wenn das interessiert eigentlich hier so gar absolut gar niemand, ne? Nee, aber deswegen sind halt Wrestling-Projekte komplett sowieso gecancelt, weil ich auf die sowieso keine Lust habe. Deswegen habe ich hier sowieso keine gemacht gehabt, weiter. Ich habe zwar mal überlegt, habe WW14 vielleicht mal zu machen, aber ich habe dann aber am Ende nur gesagt, nur das edle kurze 1-Stunden-Video gemacht und fertig. Und weiteres wird es, denke ich mal, nicht geben. Ich guck mal auf die Uhr, 10 Minuten, ne? Nee, aber. Und ich weiß nicht, ob ich das Projekt überhaupt noch so weiterführen werde, wie ich. So dieses Wrestling-Projekt überhaupt noch so durchführen werde. Ich habe mir da so ein paar schon Gedanken drüber gemacht, zwar, ob das vielleicht. So gut ankommt, wenn ich sage, ja, ich mache das und dann mache ich es am Ende doch nicht. Aber es ist ja im Endeffekt, ich muss ja auch Spaß an dem Projekt haben. Das muss man auch dazu sagen. Denn wenn ich überhaupt keinen Spaß an dem Projekt habe, dann sage ich mal im Endeffekt, dann hab ich damit auch nichts gekonnt, wenn ich dann sitze so gelangweilt so, dann habe ich im Endeffekt auch nichts gekonnt mit dem Projekt. Dann kann ich das Projekt gleich kennen. Also und da der Start des Kanals, sage ich mal ganz ehrlich, noch so ein bisschen in den Sternen steht, ist das erstmal dann sowieso erstmal Zukunftsmusik. Wobei ich mir dann überlege, vielleicht irgendwelche Projekte, die ich einfach nicht mehr in meinen Kanal reinkriege, weil ich eben zu viel anderes nebenbei habe und so, dass ich die dann vielleicht dort starte. Zum Beispiel, keine Ahnung, welche Dinge, die ich unbedingt Let's Play möchte, aber ich einfach nicht unterkriege in den ganzen Upload-Geschichten und so weiter, in den Plan und so weiter. Das ist dann die, deswegen ja, meine ich. Das muss ich dann erstmal sehen. Aber erstmal grundlegend wird hier erstmal alles so Let's Play, was so gang und gäbe, sage ich mal. Vielleicht, ich habe ja auch mal vorgehabt, so die alte Projekte, die ich damals gemacht habe auf der GPZ und so weiter, hier nochmal zu remaken, auf gut Deutsch gesagt. Nehmen wir Link's Awakening und Oracle of Seasons und so weiter. Wobei ich momentan mit Emulator-Geschichten sowieso so eine kleine Überlegung war, ob ich die überhaupt noch weiterführe. Denn ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich überhaupt noch Emulatoren-Projekte machen werde. Jetzt nicht, weil sie mir nicht keinen Spaß machen würden, aber es ist einfach die Geschichte. Ich weiß nicht, ob. Ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich habe einfach momentan keinen Platz dafür, sozusagen. Ich wollte auch ungern auf Emulatoren zugreifen. Ich meine, Dinge wie, sagt schon hier, Link to the Past könnte ich nochmal Let's Playen. Die hätte ich ja auf der Wii U nochmal drauf. Aber dann Link's Awakening und so weiter, das, was ich gerne nochmal machen wollte eigentlich, ist dann nun eher unwahrscheinlich, weil ich das eben nirgendwo, das müsste ich dann erst auf der Wii U irgendwie laden, wenn es das überhaupt, das gibt's aber glaube ich, es gibt glaube ich nur am 3DS, aber das ist ja die Geschichte, da muss ich halt überlegen, ob es überhaupt machbar ist. Ja, aber das ist erstmal, das steht auf jeden Fall, ich sag mal, die Emulatoren-Projekte steht erstmal in den Sternen. Ich hab natürlich noch ein Projekt hier. Ja, Secret of Mana hatte ich ja noch am Laufen gehabt. Das hatte ich ja gesagt, dass ich das als Together weitermachen möchte. Da muss ich dann sehen, wann ich halt Lust, Laune und Zeit habe. Und wann auch meine Partnerin, beziehungsweise BCD, mein Partner, Zeit hat dafür. Je nachdem.
down there. If the stories are right, it's a maze. This place is a boot camp for Lassie. All kinds of challenges from Grand Cross awaiting. Challenges, huh? To get us all ready to go wipe out Cocoon? We can wait here if Turn and Seath sounds better. Ich meine, im Grundsätzen wollte ich mich ja auf Konsolen, ne? Auf Konsolen konzentrieren. Bring it on. Sorry, Leute. But until that happens, I'm gonna make Sarah proud. Ich muss mal kurz was trinken, Leute. I couldn't bring myself to admit that this tear meant goodbye. And that's why I kept searching for her. But I didn't need to. Sarah was here the whole time. Right here, watching over me. Now I get it. What this tear's been telling me is to not let our focus win. It's not the fallacy we should listen to. It's Sarah and Reigns. Do you know why? Naja, auf jeden Fall. Focus doesn't matter. What matters to me is that we protect Cocoon. Whatever it takes. Same here. Ja, egal. Ist egal. I'll help you do it. All right. I'm in. Hey. Come on. When a chocobo agrees, you know you're on the right path. There you go. That's well, right. Count me out. What? If you all want to go it on your own, then so will I. Hey, Bang. Hey. Let Cocoon get what's coming. They hate us for being Lassie. What's it to me if they die? Better that than watch a friend go Seath. If you don't have the nerve for it, I'll do it myself. Go on alone. Get stronger. And smash Cocoon out of the sky. You turn Seath and there's no coming back. I'm not letting it end that way. Gibt es eine neue Esper? War das jetzt an der Stelle? Weiß ich jetzt gar nicht. Eine! Was ist das denn? What's he doing here? Barmut! Come to take pity on me? Come to take care of a broken Lassie? Barmut! Oh Gott, ich hab Angst. That thing's here to help us? Yeah, help. That's what Eidolons do. They help us. Eidolons are our salvation. If we can't decide what to do next, they come put us out of our misery! Wait, so you haven't made up your mind yet? Why are you protecting me? What are you doing? Protecting one of our own. We can do without their brand of mercy. And we don't need a Falsey's orders either. I'm fighting this focus to the end. We all are. So please, fight with us. Genau. Sehr schön. Ready when you are. Los geht's. Nee, beziehungsweise allerdings. Wartet, Leute, ich mache jetzt hier den Cut, um mich auch in meine 20 Minuten zu halten. Dann mache ich in der nächsten Folge weiter. Ciao.